Liebe Trader, zum Wochenabschluss werfen wir noch einen Blick auf aktuelle Bullenaktien, die trotz der jüngsten Marktverwerfungen weiterhin auf Jahreshochniveau notieren und sich in Stellung für die Trendfortsetzung befinden. Der deutsche Aktienmarkt macht es uns ja gerade nicht wirklich leicht. Während die US-Börsen, insbesondere S&P 500 und Dow Jones, in Partylaune sind, hat der deutsche Leitindex nichts zu lachen und heute hat sich auch nochmal eine sehr scharfe und dynamische Abwärtswelle vollzogen, von der wir uns aber auch schon wieder deutlich erholen konnten. Und wenn wir jetzt mal anschauen, vergangenes Jahr, am 2. Dezember wurde dieses Tief markiert und dann gab es doch noch diesen versöhnlichen Jahresausklang und es hat sich auch noch eine entsprechende Jahresendrallye abgezeichnet. Aktuell sieht die Situation folgendermaßen aus. Es gab hier heute wirklich nochmal diesen heftigen Kursabsturz, aber womöglich hat es nochmals eine solche Bereinigung erfordert. Ja, die jüngsten Tiefs wurden nochmal herausgenommen, jetzt gab es die starke Konterbewegung. Vielleicht könnte sich ja jetzt hier doch noch Anfang nächster Woche eine Erholungs- bzw. Jahresendrallye abzeichnen. Letztendlich, wir wissen es nicht, aber als Trader müssen wir auf alle Eventualitäten vorbereitet sein und natürlich diejenigen Aktien, die jetzt auch diese jüngsten Marktverwerfungen gut weggesteckt haben, haben eben auch die größten Chancen, überproportional stark von einer solchen Rallye-Bewegung zu profitieren. Deswegen schauen wir uns jetzt mal ein paar Bullenaktien an und hierfür nehme ich diesmal das Kriterium Abstand vom 12-Monats-Hoch, das ist ja das Jahreshoch, eines der wichtigsten Kriterien überhaupt. Wir arbeiten für den deutschen Markt wie immer mit der Deutschland-TF-Prime-Liste und jetzt kann ich direkt mal nach dem Abstand zum 52-Wochen-Hoch sortieren. Bei denjenigen Aktien, wo jetzt hier die Prozentzahl grün schraffiert ist, diese Aktien sind heute bereits auf ein neues Jahreshoch ausgebrochen und um das Ganze noch ein bisschen besser einordnen zu können, gehe ich hier oben unter Aktiendaten und nehme die Spalte Sektoren hinzu. Hier kann ich mir dann noch einen besseren Überblick verschaffen, wenn eine entsprechende Branchen- bzw. Sektorstärke vorliegen sollte. Und in der Tat können wir gerade eine gewisse Stärketendenz unter den Immobilienaktien beobachten. Zum Beispiel TLG, heute auf ein neues Jahreshoch ausgebrochen. Bereits gestern hat die Aktie mit Stärketendenzen auf sich aufmerksam machen können. Gestern gab es auch ein Buy-Rating mit Kursziel 25 Euro. Wir haben eine Patrizia Immobilien. Diese präsentiert sich ebenfalls sehr stark und könnte jetzt auch hier den nachhaltigen Breakout aus dieser Konsolidierungsformation vollziehen. Hier gab es gestern ebenfalls ein Buy-Rating und Anfang November wurde an diesem Tag hier die Ergebnisprognose angehoben. Also der erste Kandidat für die Watchlist. Eine der Top-Bullen-Aktien ist und bleibt die Lufthansa-Aktie heute wirklich eine eindrucksvolle, relative Stärke. Man hat überhaupt nicht auf diesen DAX-Einbruch reagiert. Die Aktie hat auch zuletzt hier immer schön ihre Konsolidierung aufrechterhalten und das wirklich nach dieser beeindruckenden Performance in diesem Jahr. Heute gab es erneut positiven Newsflow und zwar wird die Übernahme von Teilen Air Berlins nach Schätzungen der Deutschen Bank zu einem Zuwachs beim operativen Ergebnis von 500 bis 700 Millionen Euro führen. In Folge wurde die Aktie von Halten auf Kaufen mit einem Kursziel von 36,20 Euro nach oben gestuft. Daraus resultiert immer noch ein weiteres Kurspotenzial von 20%. Und wenn wir jetzt eben am Markt eine Erleichterungsrallye zu Wochenbeginn sehen sollten, dann hat die Lufthansa-Aktie wirklich gute Chancen, hier nochmal eine schöne Rallye-Bewegung zu absolvieren. Wir heben die Aktien grafisch hervor. Eine Kencom-Aktie. Es fehlen noch 0,4% zu einem neuen Jahreshoch. Was mir wirklich gut gefallen hat, ist auch, dass diese Schwäche unter den Tech-Aktien hier kaum für Kursverluste gesorgt hat. Der heutige Rücksetzer wurde auch sofort wieder aufgefangen und auch hier könnte sich dann zu Beginn der nächsten Handelswoche eine weitere Rallye-Bewegung abzeichnen. Heute wurde das Kursziel für die Aktie von 67 auf 78 Euro von Bankhaus Lampe angehoben und man hat den Titel mit Kaufen eingestuft. Man könnte sich hier direkt mal einen Alarm im System platzieren. Eine United Internet. Wir können aktuell eine gewisse Stärketendenz unter den Telco-Aktien beobachten und auch hier sehr schöne Konsolidierungsformation, die die Aktie hier jetzt ausgebildet hat. Der übergeordnete Trend ist intakt und auch hier sehe ich gute Chancen, dass der Titel im Zuge einer Jahresendrallye nochmals eine Schippe drauflegen könnte. Auch diesen Titel heben wir grafisch hervor. Dann einer der Top-Bullen am deutschen Markt ist gerade eine Compo Group Aktie.
Hier gab es einen neuen markanten Pivotal Point. Was ist hier passiert? Man hat die Gematik-Zulassung erhalten und damit kann Compo Group endlich seine Hard- und Software für die Digitalisierung in den Markt drücken. Daraufhin hat sich bereits eine dynamische Rallye-Bewegung abgezeichnet. Hier gab es ein sehr schönes Continuation-Pattern und man muss auch sagen, trotz dieser jüngsten Rallye-Bewegung und dieser Unsicherheit am Gesamtmarkt hat die Aktie auch hier wirklich mit Bullenqualität überzeugt, kann diese hohen Niveaus locker verteidigen, sodass der Titel auf jeden Fall mit dem nächsten Range Breakout in Trendrichtung für die Longseite interessant wird. Wir haben eine Stratec Biomedical, hier fehlt noch ein knappes Prozent bis zu einem neuen Jahreshoch. Hier gefällt mir besonders gut eben diese wirklich enge Range, die sich jetzt über die letzten Tage etabliert hat und auch heute hat der Titel so gut wie gar nicht auf den Marktrücksetzer im DAX reagiert. Auch der Titel bleibt in Lauerstellung für die Trendfortsetzung und immer wieder diese Kontraktionsphasen an einem solchen Breakout-Level können neue dynamische Impulse auslösen, sodass, wenn der Trigger hier fällt, neues Jahreshoch, dann könnte auch hier sich eine weitere schöne Rallye-Bewegung abzeichnen. Und abschließend betrachten wir noch eine Freenet-Aktie. Der Titel wird vor allem für den Big Picture Breakout interessant. Hier gab es zuletzt auch einen neuen Pivotal Point, der eine schöne Rallye-Bewegung ausgelöst hat. Man hat die Prognose für das TV-Geschäft angehoben und auch dieser jüngste Markteinbruch, die Aktie hat überhaupt nicht darauf reagiert. Bleibt ebenfalls in Lauerstellung für die Trendfortsetzung. Und wenn wir jetzt hier uns mal das Big Picture anschauen, seit Mitte 2015 ist hier nicht mehr wirklich viel passiert und das sieht wirklich sehr, sehr explosiv aus. Also wenn wir eine Jahresendrallye sehen sollten, dann hat eine Freenet hier wirklich gute Chancen für den Big Picture Breakout. Neben dem Eintritt in das TV-Geschäft spricht für Freenet weiterhin eine attraktive Dividendenrendite von über 5%. Diese Trendlinie hier können wir direkt mal einen Alarm hinterlegen, sodass wir dann sofort informiert werden, wenn der Big Picture Breakout getriggert werden sollte. Und an der Stelle sei noch erwähnt, dass ich aktuell Positionen in Freenet halte.